Moin. Herzlich willkommen zum heutigen Video und der Autofokus packt mal wieder richtig ab. Und heute machen wir ein kleines Do-It-Yourself-Tutorial-Video. Haben mich schon viele darauf angesprochen, viele haben mich gefragt deswegen. Und zwar geht es um das Thema Belt Squat, wie ich das Ganze für mich gelöst habe und wie ihr das Ganze auch für euch zusammenbauen könnt. Ja, das Ganze kostet weniger als 100 Euro. Also eigentlich eine ganz geile Alternative für alle, die sich jetzt keine Belt Squat Maschine in ihr Home Gym stellen wollen. Also bleibt dran. Da haben wir jetzt also die Belt Squat und das Ganze benutzen wir dafür, falls wir noch zusätzliches Volumen einfach machen wollen, für die Kniebeuge zum Beispiel, weil der untere Rücken leidet halt schon etwas unter einer großen Anzahl von Sätzen und dementsprechend haben wir hier eine Möglichkeit, quasi wie die Beinpresse nochmal ein bisschen zusätzliches Volumen zu absolvieren. Relativ spezifisch das Ganze, deswegen habe ich es gemacht. Genau. Ja, schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Also einmal den Balken, den haben wir noch übrig gehabt, bisschen glatter ist, dass man sich keinen Splitter holt. Also wir haben einmal hier die Schraube mit dem Ring reingedreht. Dann haben wir hier einen Karabiner. Das Herzstück sind natürlich hier die Scheibenaufnahmen. Die sind von Rogue mit Versand ca. 75 Euro gekostet, also bei weitem das teuerste Teil. Aus Tischlerplatte haben wir hier einmal noch so Verstärkungen gemacht, damit es hier ein bisschen stabiler ist. Und dann die Löcher gebohrt für die beiden Schrauben hier und hier. Schrauben durchgemacht, festgezogen und dann hier einmal noch so Untersetzer für Stühle oder für Tischbeine etc. Damit die Scheiben hier nicht so auf das Metall knallen, wenn man das dran macht. Ne? Genau. So, also die beiden Teile dran gemacht. Dann haben wir hier einmal die Befestigung am Rack. Auch wieder aus Tischlerplatte. Zwei Löcher da drin. Um das Ganze am Rack zu montieren, haben wir da hier einmal die Schraube und die Mutter. Das Ganze dann hier so durch. Und dann wird das Ganze hier mit festgemacht. Ich kann es jetzt schlecht mit einer Hand, aber da kommt dann die Mutter drauf und das Ganze kommt dann hier um den Pfosten, also dieser Aufleger kommt hier drauf, dann die Schraube durch und dann ist das Ganze fest. So, dann haben wir hier noch ein kleines Special und zwar habe ich jetzt die Tage noch einen Fuß dafür gebaut, damit man das auch ablegen kann. Also der Fuß, das hatte ich auch noch irgendwo rumfliegen, habe ich das abgeschnitten, weil der Balken ja nachher nicht im 90 Grad Winkel zu dem Pfosten vom Rack ist. Ich habe das Ganze auf Position 5 eingestellt, sprich der Balken geht immer so ein bisschen nach unten und dann kann ich natürlich nicht einen geraden Fuß nehmen, sondern habe das so ein bisschen abgeschnitten, damit es vom Winkel her passt. So, also hier einmal das Scharnier dran geschraubt, damit man den Fuß halt hier drunter klappen kann. Hier unten sind zwei Magnete, kann man einfach dran kleben aus dem Baumarkt. Und dann haben wir hier noch diese beiden Metallwinkel einfach hier drunter geschraubt, damit dann dementsprechend die Magnete hier dran halten können. Hier die Magnete ziehen sich dann da dran. Zack. So, dann schauen wir doch mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist meine Belt Squat. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen gerne ein Video nach oben da. Andersrum natürlich.
Und wenn ihr gerne mehr solche Do-It-Yourself-Videos haben möchtet, schreibt es mir doch in die Kommentare oder gebt dem Daumen, ich schon wieder falsch rum, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal, peace out.